Und doch sieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und die suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. So, liebe Freunde hier in Bremen, ein neues Problem ist uns über den Weg gekommen mit dem Drogenproblem, und das ist natürlich AIDS. Die Leute, die Drogen spritzen, also was sie nennen im Englischen Mainlining machen, sie nehmen eine Vene und spritzen es selber rein, die halten ihre Nadeln nicht und ihre Spritzen nicht sauber. Und die Leute, die Drogen so spritzen, sind zu einem Hauptherd von der AIDS-Verbreitung geworden. Man redet in Europa von Homosexualität und von Promiskuität als die Ursache von AIDS. In Afrika war es nicht Homosexualität, sondern Heterosexualität plus Promiskuität. Also, dass man verschiedene geschlechtliche Partner hat. Homosexuell oder heterosexuell ist einerlei. Und dann kommt noch dazu die dritte Ursache von AIDS, und das ist, dass man spritzt. Und das kommt davon, dass das Blut der Leute, die infiziert sind, durch das Spritzen übertragen wird. Das dritte Problem ist das Problem der Bluter, die Blutprojekte und Produktion, Produkte haben müssen, und deshalb Faktor 8 und andere Faktoren vom Blut bekommen und auch Blut transfundiert bekommen bei Operationen, die sind auch AIDS gefährdet. Das sage ich vorneweg, dass Sie wissen, wie es steht. Nun, ich will Ihnen ein Wort Gottes vorlesen zu unserem Thema heute Abend, und ich lese es Ihnen sehr langsam vor. Sie brauchen keine Angst zu haben, ich mache es schön deutlich. Und es ist in Galater 5, Vers 19. Es ist eine schreckliche Liste, aber macht nichts, ist sehr wichtig. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Unzucht. Also Promiskuität gehört dazu, Unkeuschheit gehört auch dazu, Ausschweifung, Götzendienst. Und dann kommt das Wort Zauberei, dann kommt Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Rinke, Zwietrachten, Parteiungen, Neid, Völlerei, Schwelgerei und was dem ähnlich ist. Nun, das Wort, das ich Ihnen auslegen will dort, ist das Wort Zauberei. Als junger Mann, als ich frisch bekehrt war, Christ geworden war, da bin ich erzogen worden von denen, die mich zu Christus führten, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Und habe ich auch getan als Student in Oxford. Und das Wort Zauberei hat mich sehr gestört. Denn da habe ich Bilder vor Augen gehabt von Hexen, nicht wahr, die auf Besen reiten. Und zu Weihnachtszeit, wenn es sehr dunkel ist oder bei Vollmond, da fegen diese Hexen mit ihren schwarzen Streifen hinter sich Kleider auf ihren Besen herum, und das gehört zur Zauberei, so habe ich gedacht. Und ich dachte, ja, dass das Wort Gottes sowas ernst nimmt, das kann man nicht. Da habe ich
Das erste Buch, das ich mit meinem eigenen Geld gekauft habe, war eine Young's Concordance. An Exhaustive Concordance heißt es auf Englisch. Da habe ich gesagt, also gut, was ist dieses Wort Zauberei? Dafür ist eine Konkordanz da. Nicht einfach zu finden, wo der Text steht, sondern auch zu verstehen, was der Text steht. Und da gingen mir die Augen auf. Zauberei heißt Pharmakeia. Genau das gleiche Wort wie Pharmazie. Also Pharmakeia heißt die Produktion, das Erzeugen von Transzuständen, von was man heute Trips nennt, ein Trip, das ist Zauberei. Und die Alten haben das verstanden, wie man Trips macht, dass man ausflippt, und das ist ein Werk des Fleisches. Merkwürdig, nicht wahr? Geschieht mit Drogen. Und über diese Drogen will ich heute Abend reden. Die Drogen, die einem dazu helfen oder hindern, je nachdem, wie Sie sprechen wollen, nicht wahr, auszuflippen. Ich kann nicht über alle Drogen reden. Meine Zeit ist zu kurz. Ich rede nur über die Drogen, die wirksam sind in der Bewusstseinsveränderung. Also, dass das Bewusstsein in einen Transzustand kommt, dass man ein anderes, verändertes Bewusstsein hat, was natürlich nicht normalerweise der Fall ist. Sie müssen bedenken, dass sehr viele Menschen empfinden, dass das Bewusstsein, das, was sie erleben jeden Tag, Tag ein, Tag aus, schrecklich ist. Gucken Sie mal, wenn Sie, lieber Herr, eine Hexe haben als Frau. Ich würde das nicht vorsagen, dass das vorkommt in der Matthäusgemeinde. Aber wollen wir sagen, dass sie ständig korrigiert, nicht wahr? Und der arme Mann, der bleibt an seinem Haupt kein Haar heil, nicht wahr? Sie wissen, was ich meine. Der Mann sagt, oh, wie kann ich, ich kann das nicht ertragen, dass ich nach einer Tagesarbeit zu ihr zurückgehe. Kann auch umgekehrt sein. Die Frau kann einen Mann haben, der ein männlicher Hexe ist, nicht wahr? Also ich muss es so sagen, nicht wahr? Weil ich will nicht Zauberer sagen, nicht wahr? Das bedeutet im Deutschen, das ist eine der Fallen für die Füße der Unvorsichtigen, wenn man die deutsche Sprache benutzt. Also eine männliche Hexe, wo man sagen, sie eine, hat so eine Erscheinung. Sie sagt, was soll ich tun? Weglaufen kann ich nicht. Oft probieren sie wegzulaufen. Aber das Schlimme ist, man nimmt sich selbst mit, wenn man mit wegläuft, nicht wahr? Und das ist noch schlimmer, wenn man sich selber, man kann nicht von sich selber weglaufen. Und weil diese Schwierigkeit entsteht, seit der Zeit von Adam an, haben die Menschen gesagt, also gut, wenn das Bewusstsein so schlimm ist und ich es angucken muss, mit meinen Organen hier oben des Bewusstseins, dann muss ich eine rosige Brille aufsetzen, dass es anders aussieht. Sie wissen, wenn es ein trüber Tag ist, setzen Sie sich eine rosige Brille auf und es sieht wunderbar aus, nicht wahr? Sieht alles warm und in Wirklichkeit ist kalt. Als wir zum Fenster rausgucken, nicht wahr, den Regen in Bremen sahen, da braucht man eine rosige Brille, nicht wahr? Nun, die Drogen, die sind eine Art Brille, die man benutzt, um die Dinge anzusehen, anders als sie sind. Man ändert die Empfindung von dem Bewusstsein. Nun, seien Sie mir nicht böse, aber Ihr Bewusstsein funktioniert mit chemischen Mitteln. Sie haben Nerventransmitter im Kopf und Sie können gar nichts empfinden und dessen Bewusstsein, wenn ihre Chemie nicht funktioniert. Das können sie nicht. Hungern sie 40, 50 Tage und sehen,
wie lang Sie konzentrieren können, um ein Buch zu lesen. Können Sie nicht. Das Ding funktioniert nicht. Sie müssen die chemischen Mittel haben, um überhaupt bewusst zu sein. Und wenn Sie bewusste chemische Mittel nehmen, funktionieren diese chemischen Mittel wie eine rosa oder blaue oder sonst eine Brille, um alles anders anzugucken, als es in Wirklichkeit ist. Es ist ein Trance-Zustand, eine rosige Brille, die man aufsetzt. Nun, ich will jetzt die Maschine haben, wenn Sie so lieb sind, und ich zeige Ihnen, Dankeschön, ich zeige Ihnen ganz kurz die Drogen, die man benutzt, um das Bewusstsein, die rosige Brille kann sein, es kann auch eine schreckliche Brille sein, aufzusetzen, um die Sachen anders anzugucken. Ich habe sie klassifiziert in 5 Kategorien. Und das sind alles Drogen, die hier auf die Apparatur chemisch einwirken. Die erste Art, das sind die Drogen, die sich Anästhetika nennen. Das sind Drogen, die Anästhesie hervorrufen. Und Anästhesie, Sie wissen, was ästhetisch schön ist, nicht wahr? Sie empfinden etwas ästhetisch schön. Anästhesie ist, dass Sie gar nichts empfinden. Also dann ist die Brille, die man aufsetzt, ob Sie das Wort kennen, opak? Wissen Sie, was opak heißt? Heißt undurchsichtig, nicht wahr? Und das sind die Brillen, die das tun, diese Substanzen, die Anästhetika sind. Nun, ich habe einige Beispiele dort gezeichnet für Sie. Das erste ist Alkohol. Alkohol ist ein sehr gutes Anästhetikum. Wenn Sie zu viel trinken, zuerst werden Sie sehr rege und Sie schwatzen zu viel. Soll ich Ihnen das wissenschaftlich sagen, sonst sagen Sie, er redet populär wissenschaftlich und das wollen die vornehmen Leute in Deutschland nicht tun, wissen Sie das? Alkohol, sind Sie bereit? Haben Sie das Hämoglobin nach oben geschickt? Es inhibiert die Inhibitionen, okay? Und wenn Sie die Inhibitionen, Sie wissen, was eine Inhibition ist. Nicht? Hemmung. Oh, lieben Leute, da muss ich alles übersetzen. Das ist ja schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber ich tue es. Ich will nicht so reden, dass Sie mich nicht verstehen. Das wäre schrecklich. Es gibt Wissenschaftler, die das zu ihrem Beruf machen, nicht wahr? Die Leute sind mächtig beeindruckt, wenn sie gar kein Wort verstehen. Sagen Sie, ganz wunderbar. Aber wenn er so redet, dass Sie alle verstehen, wissen Sie, was Sie sagen? Das ist ein Populärwissenschaftler, brauchen Sie ihn nicht ernst zu nehmen. Aber ich sorge dafür, dass ich meine Arbeit getan habe und dass Sie mich gar wohl verstehen. Sonst gehe ich nicht nach Hause, nicht wahr? Ich behalte Sie hier, bis Sie verstanden haben. Gut, also lassen Sie das. Also Alkohol, sag ich jetzt mit strenger Miene, inhibiert die Inhibitionen. Und letzten Endes, wenn die Inhibitionen inhibiert sind, sind Sie stimuliert, nicht wahr? Wenn Ihre Inhibitionen weg sind, dann lassen Sie sie aus, nicht wahr? Dann sind Sie ausgelassen und Sie sind zuerst stimuliert. Das geschieht mit dem Alkohol, nicht wahr? Also Alkohol zuerst, hören Sie zu, stimuliert durch Inhibition der Inhibitionen, okay? Sehr, sehr wichtig, dass Sie das verstehen. Aber dann, wenn Sie die erste Flasche Wodka, ich hoffe nicht, dass man in der Matthäus-Gemeinde das tut, ich habe es noch nicht entdeckt, aber wenn Sie die erste Flasche getrunken haben, dann sind Sie gar, alles ist inhibiert, nicht wahr? Und Sie liegen unter dem Tisch, nicht wahr? Ist ja klar. Und Sie schlafen und, ja, also Sie sind nicht im Schlaf, das ist unwissenschaftlich, Sie sind in einem Koma, nicht wahr? Da liegen Sie da und merken gar nicht, was Ihnen passiert. Also, ich habe meine Gründe, dies zu tun. Denn wenn ich Sie gleich am Anfang schlafen lasse, dann werden Sie alle sich daran gewöhnen und am Ende kann ich nichts mehr mit Ihnen anfangen. Und das ist auch ganz, ganz schrecklich, denn es ist ein
interessantes Experiment zu sehen, wie viel man mit den Leuten anfangen kann, nicht wahr? Ich probiere es heute Abend. Ich habe es probiert bei den Studenten heute Nachmittag. Sie werden die Resultate sicher hören eines Tages. Nun, ein anderes Anästhetikum ist Ether. Und da früher, als der Arzt sie einschläfern wollte, da hat er ihnen Ether gegeben. Barbiturate, früher hat man die genommen zum Schlafen. Und die sind Substanzen, 100% Hämoglobin nach oben, sie sind Downers. Nun, Down ist ein englisches Wort, das benutzt wird in der Pharmakologie, zu zeigen, dass ein Sinn gedrückt wird, inhibiert wird. Wenn Sie zu viel Alkohol getrunken haben, dann vergehen Ihnen Hören und Sehen, nicht wahr? Sie können es weder hören noch sehen, wenigstens nicht sehr klar. Und wenn Sie unter dem Tisch liegen, das ist nicht persönlich für die Matthäus-Gemeinde, sonst wird der liebe Herr Pfarrer mich nicht wieder einladen, das wäre schrecklich, nicht wahr? Das sind Substanzen, die 5-mal Downers sind. Sie downen, entschuldigen Sie, das war ein Gemisch von Englisch und Deutsch, aber sie drücken dann, wollen wir sagen, das Auge, das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken und das allgemeine Tastgefühl, das Fühlen. Und sie werden alle gedownt, wenn ich so reden darf. 5-mal down. Ich tue das richtig machen. Zum nächsten. Kommen jetzt zu den Analgetika. Nun, Sie wissen, was Analgetikum, was ein Analgetikum ist, nicht wahr? Das ist eine Substanz, die spezifisch die Empfindung, sehen Sie, hören ist eine Empfindung, sehen ist eine Empfindung, riechen ist eine Empfindung, schmecken ist eine Empfindung und das Tastgefühl ebenso. Diese Anästhetika, die sind ganz spezifisch für Schmerz. Und sie drücken die Empfindung von Schmerz. Die sind eine rosa Brille, wenn man Schmerzen hat. Mein Sohn, der Arzt ist in St. Gallen in der Schweiz, der ist Spezialist in der Schmerzklinik da und soll eine neue Schmerz aufmachen. Da spezialisiert er, ist er spezialisiert auf der Basis von Substanzen, die Schmerzen lindern. Er hat dort die Terminalfälle für Krebs da. Und diese armen Menschen sollen in ihrem Lebensabend eine so gute Qualität des Lebens haben wie möglich und möglichst schmerzfrei machen. Und das kann man heute weitgehend tun, wenn man geschickt ist auf dem Gebiet. Nun, ich gehe einen Moment zurück zu den Anästhetika. Es gibt diese Generalanästhetika wie Alkohol, Ether, Barbiturate und so, aber es gibt auch die Lokalanästhetika. Das ist Prokain, Xylokain, Carbokain. Wenn der Zahnarzt Ihnen Zahn ziehen will, dann injiziert er ein Lokalanästhetikum und das nimmt dann die Schmerzen, das Gefühl und die ganzen Empfindungen da und die gehören dazu und ich habe einfach Prokain etc. Geschrieben, damit Sie das verstehen. Nun, die Analgetika sind generell schmerzdämpfend. Die nehmen einem den Schmerz nicht, aber sie können den Schmerz eher vertragen. Das ist, was sie tun. Ein Mann, der an Krebs stirbt, hat unerträgliche Schmerzen, wollen wir sagen. Sie geben ihm Morphin oder Codein oder irgendein Synthetikum dieser Art und die Schmerzen sind noch da, aber sie sind tragbar. Das sind die Analgetika. Nun, da habe ich das gezeigt mit dem Pfeil nach unten. Die sind spezifisch für Schmerz.
Und sie sind Downers, sie downen, entschuldigen Sie, den Schmerz. Sehr, sehr wichtig. Nun, die dritte Art sind, es gibt kein deutsches Wort dafür. Und die deutschen Textbücher haben sich noch nicht hier angepasst. Aber sie heißen die Tranquilizer. Und Sie wissen, was Tranquille heißt auf Französisch, nicht wahr? Heißt Beruhigungsmittel. Aber auch all diese anderen Mittel sind Beruhigungsmittel. Diese Tranquilizer sind Sachen wie Diazepam, Valium. Sie kennen Valium und Librium. Gucken Sie in die Taschen von all den Damen hier. Und 10% der Fälle finden Sie etwas Valium drin. Oder irgendein anderer Name, nicht wahr? Das ist die gleiche Substanz. Valium, ein Tranquilizer, ist, und wenn man nicht mehr vertragen kann und die Nerven brennen durch, und Sie sind sehr aufgeregt, kommt der Arzt und er gibt Ihnen so ein Mittel und Sie sind in 10, 20 Minuten etwas ruhiger, Sie sind tranquilisiert. Aber diese Mittel sind spezifische Downers, aber was Sie tun, und jetzt brauche ich Ihre ganze Aufmerksamkeit, was Sie tun, sind Sie mit mir, was Sie tun, soll ich Ihnen sagen, was Sie machen, ist, Sie dämpfen die gelernten Reflexe. Wenn Sie gelernt haben, eine Nähmaschine fahren, nicht wahr? Die Damen können das tun mit den Nähmaschinen. Meine Frau geht geschickt dran, sie näht ihren Finger nicht an den Stoff, nicht wahr? Also, wenn es elektrisch geht. Wenn ich es tue, dann kommt alles durcheinander. Warum? Ich habe keine gelernten Reflexe auf dem Gebiet und sie hat sie. Nun, wenn ich meiner Frau eine kräftige Dosis von Diazepam oder einen Tranquilizer geben würde, all die Reflexe, die sie gelernt hat, die werden gedämpft. Ganz spezifisch für das sie gelernt haben. Was sie gelernt haben, wird gedämpft. Und nicht nur das. Diese Substanzen, die verhindern, dass sie etwas lernen. Das ist, was sie tun. Sie dämpfen, was sie gelernt haben, was zum Beispiel, wenn man Auto fährt, dämpfen sie das. Und man sitzt hinter dem Steuerrad und meint, dass man das Auto fahren kann und fährt in den nächsten Baum. Das geschieht sehr, sehr oft, weil diese Pharmakologie den Medizinern sehr selten beigebracht wird. Es gibt einige Ausnahmen da, aber die Ausnahmen sind eben Ausnahmen. Sehr schlimm. Man hat 15 Ärzte genommen, vor einigen Jahren, und man hat denen 15 Pillen gegeben und niemand hat gewusst in dem Experiment, was die Pillen enthalten. Und jemand, der nicht wusste, was in den Pillen ist, hat es den Ärzten gegeben. Und die Ärzte haben nicht gewusst, was sie bekommen. Das nennt man einen Double Blind Test. Niemand weiß, was da vorgesehen ist in dem Experiment. Und dann hat man diese 15 Ärzte auf einen, sind Sie mit mir? Auf einen Simulator getan. Sie wissen, was ein Simulator ist. Also das ist ein Fernsehgerät vor einem. Und wenn man da sitzt, wie diese automatischen Maschinen in den Wirtschaften, nicht wahr? Und da muss man Auto fahren oder Motorrad fahren, nicht wahr? Bis man in den nächsten Baum hineinkommt. Dann hat man in so eine Maschine genommen und diese Ärzte da reingetan. Die Ärzte, die Zuckerpillen genommen haben, denn einige waren Zuckerpillen mit etwas Quinin drin, dass sie nicht sehr gut schmecken, nicht wahr? Dass der Arzt nicht errät, dass er Zucker bekommen hat. Das darf er nicht wissen, sonst ändert das Experiment. Die haben einen normalen Test gemacht und 60-70% haben sie bekommen und bestanden. Die anderen Ärzte haben teilweise Diazepam bekommen, also das ist eine Substanz dieser Art, und teilweise andere Substanz bekommen, die eine andere Wirkung haben. Die Ärzte, die Diazepam bekommen haben und Librium,
Die haben gesagt, als man sie fragte, wie war es mit dem Versuch, haben sie alle gesagt, das war der leichteste Versuch, Test, den ich je gehabt habe. Ich habe ganz bestimmt 100% bekommen. Und als man dann sie auswertete, haben sie ungefähr 10% bestanden, nicht mehr. Ihre gelernten Reflexe, wie sie all die Situationen, wie ihnen diese Situationen begegneten, als ob sie nicht gelernt hätten. Nun, verstehen Sie das? Die gelernten Reflexe, das, was sie gelernt haben zu tun, können mit chemischen Mitteln geändert werden. Und dann ist ihr Bewusstsein geändert. Nun, was muss ich noch dazu sagen? Sehen Sie das erste Wort da oben bei Anästhetika, Alkohol. Ich habe Alkohol dahingeschrieben zu den Anästhetika. Aber eigentlich hätte ich es viel komplizierter machen müssen. Denn das Leben ist komplizierter, als was Pfarrer und Wissenschaftler meinen, nicht wahr? Alkohol, wenn man die ersten Tropfen nimmt, wird wie ein Tranquilizer. Sie fühlen das in den Knien. Ich frage, wenn Sie nicht viel Alkohol trinken, wir trinken sehr wenig, man fühlt sich aufgelockert in den Knien und man fühlt sich ein wenig schlapp. Ein Glas Bier, sagt man, macht schlapp. Und dieses Schlappsein, wo man sehr leicht einschläft, wenn Sie Diazepam einnehmen, das ist ein Einschlafmittel, dass Sie einschlafen. Alkohol tut genau das Gleiche in kleinen Dosierungen. Und deshalb ist es so gefährlich, eine kleine Menge von Alkohol zu trinken, ehe man Auto fährt. Denn Alkohol in kleinen Mengen nimmt einem die gelernten Reflexe, die man haben muss, und man ist ein bisschen aufgelockert, schläft sehr leicht ein und da geschehen die Unfälle. Wenn man betrunken ist, hat man eine größere Menge genommen und da passt der Autofahrer sehr, sehr auf, dass ihm nichts passiert. Denn da ist die Grenze dabei, denn wenn er torkelt, geht er nicht ins Auto, wenn er weise ist, nicht wahr? Aber wenn man so eine kleine Menge genommen hat, und es ist in Ordnung, passiert mir nichts, das ist gerade die gefährliche Lage. Nun, jetzt habe ich eine Frage zu sehen, ob Sie noch wach sind, denn ich habe noch ziemlich viel gesagt. Wann sind Sie so, wie nach einer kleinen Dosis Alkohol, nachdem Sie nichts, gar nichts eingenommen haben? Wie können Sie die Drogenwirkung haben ohne die Droge? Das heißt, wie können Sie die tranquilisierende Wirkung haben ohne den Tranquilizer? Sagen Sie mir. Nach dem Essen, sehr gut. Dann kommt das sehr oft. Aber was sind Sie noch dazu nach dem Essen? Sie sind ein bisschen müde, nicht wahr, Vater? Statt dass er den Aufwasch macht, der macht die Füße hoch, nicht wahr? Mutter macht den Aufwasch, in dem Nu ist Vater weg, nicht wahr? Stimmt's oder stimmt's nicht? Sind Sie noch wach? Dort bin ich aber froh. Es stimmt, nicht wahr? Nun, lasst uns jetzt eine andere Antwort haben. Wann ist man so, als ob man einen Tranquilizer genommen hat? Wollen wir sagen, es gab etwas sehr Interessantes am Fernsehen und Sie guckten das Fernsehen an bis Mitternacht und Sie müssen um 6 Uhr aufstehen. Wie ist man am nächsten Morgen? Oh, ich sag's Ihnen jetzt. Sie gehen ins Büro und der Chef ist noch nicht da und Sie legen alle Ihre Papiere zurecht und nicht wahr? Kennen Sie das? Und Sie brauchen zwei Streichhölzer, nicht wahr, um die Augenlider offen zu halten. Stimmt oder stimmt's nicht? Und wenn der Chef kommt, und Sie hören seinen Schritt durch das nächste Büro gehen, sind Sie sofort da und fleißig bei der Arbeit. Das ist eine ganz typische Wirkung von Tranquilizer. Wenn Sie nicht einschlafen können, nehmen Sie hoffentlich nicht so oft, Diazepam ein. Und wenn Sie 20 Minuten stille liegen,
sind sie weg. Aber wenn das Telefon geht, sind sie sofort wieder da. Sie sind sofort wieder da. Sie sind nicht einmal schläfrig. Wenn aber das Telefon aufgehört hat und das Gespräch vorbei ist, legen sie wieder hin. Es ist ein Einschlafmittel. Wirkt wunderbar, aber indem es das tut, was man nicht merkt, ist, dass man tranquilisiert ist. Man hat die gelernten Reflexe verloren. Das ist das Problem. Nun, man hat folgenden Versuch gemacht. Man gab Kindern Diazepam, also Valium, und versuchte dann, ihnen Aufgaben beizubringen in der Schule. Dies ist so rausgekommen. Eine Schule in Amerika hatte Kinder, zwei, drei Kinder, die sehr zappelig sind. Sagen Sie zappelig? Sehr unruhig. Wir nennen sie Wriggle Britches. Sie wissen, was Wriggle Britches bedeutet. To wriggle ist so zu machen. Und Britches ist die Hose, nicht wahr? Und sie rutschen sich in ihren Hosen ständig den ganzen Tag, können nicht still sitzen. Und sie nennen sie Wriggle Britches. Und der Lehrer schickte diese Buben zu dem Arzt, es war ein Wheaton, und sagte, wenn er nicht etwas tun kann mit diesen unruhigen Kindern, wird er verrückt werden. Oh, sagt der Arzt, gern, also die können nicht still sitzen. Nein, die können nicht. Ich habe eine kleine Pille für sie. Und gab ihnen jeden Tag eine kleine Menge, so 2-3 Milligramm von Valium. Und die Kinder saßen da, wie Kohlköpfe, den ganzen Tag, so still, wie man sich nur wünscht. Sie nickten immer wieder ein, aber als der Lehrer kam, waren sie wieder da. Nickten wieder ein und waren wieder da, den ganzen Tag. Aber wissen Sie, am Ende des Semesters haben sie überhaupt nichts gewusst, gar nichts. Sie haben ihre Zeit, ihre Fähigkeit zum Lernen verlernt, war weg. Nun, wenn ein Mensch zu wenig Schlaf hat, wollen wir sagen, ein Kind braucht 9 Stunden Schlaf, es nicht bekommt, ist er tranquilisiert durch Schlafdefizit und kann in der Schule gute Noten nicht bekommen. Er wäre fähig zu lernen von seiner Genetik her. Aber er hat kein Valium eingenommen in diesem Fall. Aber er hat zu wenig Schlaf und Schlafdefizit verhindert, dass man lernt, und nicht nur das, Schlafdefizit verhindert, dass man behält, was man versucht hat zu lernen, und Schlafdefizit bringt einem die Noten herunter, dass man gar keine guten Noten mehr bekommen kann. Deshalb, ihr lieben Eltern hier in der Matthäusgemeinde, man kann die Noten der Kinder oft 2, 3, 10, 15, 20% höher machen, je nach dem Schlafdefizit, gegen das diese Kinder gearbeitet haben, so viele Jahre her, erhöhen, wenn man dafür sorgt, dass sie genug Schlaf haben. Und der beste Schlaf ist der Schlaf tatsächlich vor Mitternacht. Denn wenn sie zu Mitternacht ins Bett gehen, sind sie übermüdet. Und wenn man übermüdet ist und überspannt ist, kann man sich nicht anfangen zu erholen durch den Schlaf längere Zeit. Wogegen, wenn man normalerweise so 8, 9 Uhr ins Bett geht, für ein Kind sehr wichtig, kann das Kind viel besser lernen als sonst. Also das sind Dinge, die sehr wichtig sind. Und nicht nur das. Es gibt immer Leute, immer Kinder, die, was wir nennen, accident prone sind. Die haben immer kleine Unfälle. Wenn man einem Kind oder einem Mann oder Frau Diazepam, Tranquilizer gibt, haben sie ständig kleine Unfälle. Ständig stolpern sie über etwas oder stechen sich mit einer Nadel oder lassen die Brille fallen und drauf treten. Muss sehr vorsichtig sein. Das kommt davon, dass sie tranquilisiert sind. Wenn sie einen guten Schlaf hätte, kann man das sehr leicht vermeiden. Also sehen Sie, die Wirkung von Drogen gehen
die Wirkungen von Drogen gehen sehr ineinander überein mit der natürlichen Physiologie des Körpers. Gut, also das sind die Substanzen, die alle Downers sind. Ich will das da hier. Appetitzügler. Die Damen leiden sehr unter der Meinung, dass ihr Umfang zu groß ist, nicht wahr? Und sie wollen schlank sein wie ein 14-jähriges Mädchen. Nun, sehr schön, nicht wahr? Was soll man machen? Weniger essen. Aber man hat Hunger. Nehme man diese Substanzen, da ist der Appetit gezügelt. Aber zu welchem Preis? Der Appetit wird gezügelt daran, dass die Nerven ständig gespannt sind. Man kann nicht mit den Leuten reden, weil sie ständig, was man sagt im Englischen, on edge sind. Die platzen bei dem leichtesten Anlass. Diese Substanzen sind Uppers. Man benutzt sie sehr viel in der Drogenszene, um andere Drogen, die teuer sind, zu verstärken. Zum Beispiel, wenn man LSD haben will heute, es ist teuer zu bekommen und schwer zu bekommen, man vermischt LSD von den Psychedelika da mit Amphetamin und man kann die Wirkung verzehnfachen mit ein wenig Amphetamin drin. Was sie tun, ist, die sind alle Uppers, diese Amphetamine. Die stimulieren einen, statt zu dämpfen. So hat man Uppers und Downers. Nun, lasst mich jetzt die Konsequenzen von all diesen Worten auslegen für Sie. Wir haben hier jetzt 20 kleine Mäuse, weiße Mäuse. Ich habe sie früher immer bei mir gehabt, aber wissen Sie, wenn man Mäuse aus der Tasche nimmt und herumlaufen hat auf dem Tisch, dann haben sind die Damen im Nu auf allen Stühlen, die es gibt. Und es gibt Chaos, wenn eine Maus entkommt, nicht wahr? Da habe ich es gelernt, also mit Worten zu machen. Wir haben 20 kleine Mäuse und ich gebe den Mäusen 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Morphin. Nun, Morphin? Was ist das, ein Upper oder ein Downer? Es ist ein Downer dort, nicht wahr? Da habe ich einen Pfeil nach unten. Und ich erwarte, dass die Maus sehr ruhig wird und einschläft. Aber statt dass die Maus das tut, was tut sie? Sie läuft und sie läuft und sie hört nicht auf zu laufen. Sie läuft und läuft und läuft wie Felix, die Vater nie aufhörte zu laufen. Sie kennen die Geschichte von Felix, nicht wahr? Wenn nicht, lesen Sie es nach. Also, laufen und laufen. Nun, wenn die Maus... Wir müssen jetzt sehr ernst miteinander sein, denn ich habe was Ernstes zu sagen. Aber wenn ich es mit langweiliger Stimme sage, überträgt das sich und sie schlafen ein. Und das ist auch kontraproduktiv, nicht wahr? Die Maus ist stimuliert. Warum ist die Maus stimuliert? Jetzt wissen Sie die Antwort. Weil die Inhibitionen inhibiert sind. Jetzt haben Sie es wieder. Und wenn meine Hemmungen gehemmt sind, bin ich rege, nicht wahr? Stimmt. Zwei Negative machen positiv, nicht wahr? So habe ich immer gelernt. Und ich glaube, dass die Regeln noch gleich sind heute. Die Maus läuft und läuft und läuft, ist stimuliert, bis sie erschöpft sind. Nun, das sind die Mäuse. Ich nehme jetzt aus meinem Hut ein großes Kaninchen. Hase, nicht wahr? Belgischen Hase nehme ich. 3 Kilo schwer. Und ich nehme sein Ohr und in die Vene im Ohr. Ich anästhesiere die Vene zuerst, dass das Kaninchen gar nicht merkt, was ich tue. Guck mich ganz treu an und sag, was tust du, nicht wahr? Ich tue ihm nicht weh. Und wenn ich das injiziert habe, 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, sitzt das Kaninchen vor mir
guckt mich ganz treu an, bewegt sich nicht und hört fast auf zu atmen. Also statt dass man sieht, nicht wahr, wie er atmet, ist ganz, ganz flach. Und ich gucke in seine Augen und seine Augen bekommen ganz, ganz kleine Schlitze. Und dann sage ich, ja, bist du wach oder bist du nicht wach? Er guckt mich so treu an. Keine Antwort. Also da gibt es eine Methode, Antworten zu bekommen von denen, die angeblich schlafen. Ich zwicke ihm aber ganz tüchtig die Zehe. Guck mich ganz treu und langsam an und merkt nicht, dass ich ihn zwicke aus Leibeskräften. Merk's gar nicht. Also bei dem Kaninchen wird das gleiche Mittel, nämlich Morphin, dann, er ist so locker dort, wie er da liegt, wie ein Haufen Weizen, nicht wahr, in einem Sack. Kann man nichts mit ihm machen, ist ganz locker. Ganz gedownt ist er, wenn ich so reden darf. Nun, ihr lieben Freunde, wie kommt denn das? Morphin plus Maus ist ab. Okay? Morphin plus Kaninchen ist down. Also die Gleichung liefert nichts. Was ist denn los? Die Substanz Morphin, dies ist absolut maßgeblich, die Substanz Morphin hat eine paradoxe Wirkung, ist tatsächlich im gleichen Molekül stimulierend und dämpfend. Wenn Sie Alkohol gegeben haben, wenn Sie eine kleine Menge geben, fangen Sie an zu schwatzen. Nicht wahr? Alle Geheimnisse, die Sie für sich behalten sollen, kommen raus. Nicht wahr? Sie sind stimuliert und Sie lachen. Sie wissen, dass die Schweizer sehr liebe Leute sind, aber die sind ein wenig schweigsam, besonders die Oberländer. Und wenn Sie Jochi sagen, nicht wahr, das ist genug, um die Schweizer Fahne zu hissen, weil Sie das nicht sagen dürfen. Die sind sehr, sehr verschwiegene, ruhige Leute. Nun, Sie kommen ins Hotel, setzen sich zum Essen und sagen dabei kein Wort. Die sitzen da, gucken sich an ab und zu, aber die sagen kein Wort. Gib du denen aber ein wenig Wein aus Genf und da schallen alle Korridoren des Hotels vor dem Gelächter der Oberländer. Die sind sehr laute Leute dann und geben sie denen einen Doppelbass zu spielen, nicht wahr, und eine Quetschkommode zu spielen und da wecken sie fast die Toten, nicht wahr, so laut sind sie. Entschuldigen Sie so, aber wir haben das sehr oft beobachtet bei denen. Was tut es? Der Alkohol ist ein Upper. Geben Sie ein bisschen mehr und er ist ein Downer. Alkohol hat diese doppelte Wirkung auch. Nun, lasst uns jetzt hingehen zu, sehen Sie Kokain da? Kokain ist jetzt auf dem Markt hier. Wenn Sie Kokain einem Menschen geben, der in den Anden wohnt, wird er Kokablatt nehmen von der Kokapflanze. Und wenn er den Berg hinaufgeht, da kaut er das, und er bekommt eine Kraft und eine Stimulierung, die formidabel ist. Die können die Berge hinauflaufen, schneller als alle anderen und scharf auf dem Rücken zur gleichen Zeit. Das ist, Kokain ist, hat die gleiche Wirkung wie Amphetamine und stimuliert. Aber wenn Sie, wo wir sagen, eine Augenoperation haben mussten, früher hat man Kokain benutzt, heute benutzt man es nicht mehr, man hat andere bessere Mittel. Aber man kann das Auge anästhesieren mit Kokain und wenn es anästhesiert ist, ist Kokain ein Downer. So haben wir Kokain, ein Upper, benutzt wie Amphetamine, und Kokain ein Downer. Wir haben Morphin, ein Upper, und Morphin ein Downer, je nach den Umständen, je nach den Tieren. Wir haben Alkohol ein Upper und Alkohol ein Downer, je nach den Umständen, je nach der Dosierung. Jetzt muss ich zurückkommen zu uns
Sie haben eine Frau, die gerade ein Baby bekommt und sie muss relaxiert werden und sie soll etwas haben, um die Schmerzen zu nehmen. Und die alten Ärzte, sie tun es nicht heute, sie haben andere Mittel, um das zu tun, aber sie geben ihr eine Dosis von Morphin, gerade wie die Wehen anfangen. Nun, normalerweise, wenn man einer Frau in den Wehen Morphin gibt, wird sie wie unser Kaninchen. Guckt einen sehr dankbar an, die Schmerzen und die Wehen sind sehr, lassen sehr nach und die Frau ist sehr dankbar und das Baby kommt, solange man nicht zu viel gegeben hat, das Baby kommt und ist gar nicht blau, wenn man zu viel gibt, ist das Baby blau und das ist nicht gut, aber gar nicht gut. Aber Morphin bei der Frau ist ein Downer. Es downt sie, nicht wahr? Sie ist relaxiert. Aber Sie bekommen jetzt eine andere Frau, die ein bisschen gespannt ist und sehr empfindlich. Und sie ist in Wehen und man gibt ihr Morphin. Und in 2 Minuten steht sie auf in den Wehen von dem Bett, läuft um das Bett herum, versucht rauszukommen, ein Arzt und Krankenschwester hinter ihnen her und kann sie gar nicht bewältigen, weil sie so erregt ist. Nur man hat einen Ausdruck für dieses Phänomen. Und der Ausdruck ist Sham Rage. Eine künstliche, morphinbedingte Rage. Also sehen Sie, diese Substanzen haben 2 Wirkungen. Und je nach den Umständen wirken sie up oder down. Auch bei Menschen wirken sie up oder down, je nach den Umständen. Was man nennt in der Pharmakologie nach dem Set und dem Setting. Ich brauche das jetzt nicht zu erklären. Es ist einfach in dem, was ich schon gesagt habe, was das bedeutet. Nun, jetzt kommt es. Substanzen, die eine paradoxe Wirkung haben, up and down, sind suchtbildend. Wir wissen nicht warum, aber diese sind die Substanzen, die suchtbildend sind. Die stärksten suchtbildenden Substanzen sind Morphin, sehr stark up, sehr stark down. Und dann kommt danach Kokain, sehr stark up, und sehr stark down. Und was auf dem Markt zu finden ist, auf dem schwarzen Markt zu finden ist, sind Mischungen von Substanzen, die Uppers und Downers sind. Wenn jemand sie einnimmt, der wird sehr, sehr schnell süchtig. Er muss sie haben. Das ist das Wesen von der Suchtbildung, die paradoxe Wirkung von diesen Substanzen. Nun, haben Sie noch eine Birne? Es ist down, ja. Ich muss es haben für das nächste Bild, wenn Sie noch eine Birne haben. Gucken Sie nicht, ich habe was anderes zu sagen, wenn er das macht. Sie nehmen einen Schweizer. Schweizer sind Lieblingsmenschen, weil sie so gute Kaninchen sind, Meerschweinchen sind. Nehme ihn ins Hotel und er ist sehr schweigsam, sagt kein Wort. Und er hat einen Geschäftskollegen mit ihm, der ihn auspumpen will, all die Geschäftsgeheimnisse. So gibt er ihm ein Aperitif und der Schweizer tut, was die Amerikaner nennen, spilling the beans. Wissen Sie, was das spill the beans bedeutet? Also kommt heraus mit all den spilling the beans, heißt die Bohnen überschütten, nicht wahr? Also übersetzt. Aber es ist ein Ausdruck, dass man viel mehr sagt, als man sagen soll, dass man den Mund nicht halten kann. Okay. Wenn er fertig ist mit seinem Wein, wird er dann sehr ruhig, denn er trinkt ordentliche Mengen von Wein. Zuerst ist er erregt und dann nach dem Essen, hat schwere Essen, Wildente und alles, was es gibt, nicht wahr, in seinem Bäuchel, in seinem Magen. Und da wird er sehr still und bedächtig. Und da sagt er,
Gib mir eine große, dicke, schwarze Zigarre. Man gibt ihm eine Zigarre und er fängt an, diese Zigarre zu paffen. Nun, eine Zigarre hat eine anregende Wirkung für die Gedanken, regt an, und eine beruhigende Wirkung, rein physiologisch. Und so hat er Alkohol in sich, ab und Darm. Vielen Dank. Und dann hat er die Zigarre in sich, ab und Darm. Und wenn er fertig ist mit dieser Zigarre, was verlangt er dann? Was verlangt er dann? Mokka. Kaffee. Nicht wahr? Und es muss aber Bohnenkaffee sein. Also ganz schön, also so dick wie Sirup, jawohl, jawohl. Und er schluckt das runter. Nun, Kaffee ist ein Upper. Okay? Und wenn man Kaffee getrunken hat, ist man geappt. Entschuldigen Sie. 20, 30 Minuten. Und dann geht man runter in das Tal. Pharmakologie ist nur für Bergländer, denn es besteht aus Bergen und Talen, Tälern, physiologisch gesehen. Bergen und Tälern, wie sie up and down. Was hat er getan? Er hat Alkohol eingenommen, up and down. Und dann hat er seinen Wein, also das war in seinem Wein, der Alkohol, up and down. Und dann hat er seine Zigarre, Nikotin, eingenommen und ist up and down. Und dann hat er nachher das letzte eingenommen, sein Mokka, und ist auch up and down. Und wenn man drei schwache Drogen up und down einnimmt, hat man die Wirkung von einer starken Droge. Und deshalb können Leute süchtig werden von Kaffee und Alkohol und Nikotin. Das ist, wo das herkommt. Und deshalb darf man nicht hinsitzen und die anderen verurteilen, die diese Dinge einnehmen. Das darf man nicht. Denn wir sind alle geneigt, das Gleiche zu tun. Und das Wesen eines Christen ist, dass er nicht ein Pharisäer werden sollte. Andere verdammen, wo er in Wirklichkeit das Gleiche tut. Deshalb muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit den armen Leuten, die drogensüchtig sind. Denn es ist sehr leicht, in kleinem Maß oder in größerem Maße mit schwachen Drogen das zu tun, was die harten Drogen tun. Das ist das Prinzip. Jetzt muss ich fertig werden mit diesem letzten Bild. Das ist Georg. Ich habe ihn sehr hastig gemalt, aber er ist schön genug für mich für heute Abend. Ich hoffe, dass er für Sie genügt. Sehen Sie, das ist das Nervensystem im Kopf, einfach vom Standpunkt der fünf Sinne aus. Fünf Sinne, hier sind sie. Hier. Ja. Oh, das ist richtig, Herr Pfarrer. Ganz wunderbar. Jetzt habe ich die Oberhand. Sehen Sie, das ist der größte Nerv im Kopf, das ist der optische Nerv und wird hier wahrgenommen im Gehirn. Nun, ich habe das sehr schematisch geschrieben. Die Photonen fallen auf das Auge, auf die Netzhaut. Da werden sie umgewandelt in Elektronen, die Photonen vom Licht, in Elektronen und sie gehen hierauf, sie haben ein elektronisches Bild in den Nerven von den Photonen, die auf die Netzhaut fielen und das wird hier wiedergegeben auf so einem Bildschirm. Und so ist es im Gehirn, genau, ich habe es so gesagt. Denn heute weiß man, wie das aussieht. Das hat Eccles gemacht. Und wenn Sie lesen wollen, ein gutes Buch von einem christlichen Wissenschaftler, der wirklich ein Christ ist, ein ausgezeichneter Wissenschaftler, das ist Sir John Eccles, der das Buch geschrieben hat, das Ich und sein Selbst. Sehr schön. Nun,
da haben wir dann ein elektronisches Bild von den Photonen, die man mit den Augen gesehen hat. So sehe ich elektronisch Sie in meinem Kopf. Das Ich guckt drauf, und Eccles hat gezeigt, wie das funktioniert, dass man drauf guckt und sieht. Nun, das Ohr hört die Wellen, Druckwellen, und die werden umgewandelt in Elektronik. Und die Elektronik kommt hier rauf, wird entkodiert, und man hört im Kopf auf die gleiche Art und Weise, wie man mit den Augen sieht. Alles elektronisch. Ich höre meine eigene Stimme jetzt, ich höre ihr Husten und ihr Lachen ab und zu, aber es ist alles elektronisch. Es ist ein super, absolut super elektronisches Empfangssystem. Die Nase ist genauso. Ich rieche Seidelbast. Sie wissen alle, was Seidelbast ist. Ich habe es in meinem Garten. Der schönste Geruch auf Erden. Wunderbar. Und die Moleküle von Ionon, von Fleder, ähnliche Substanz, die fallen auf die Nase, werden umgewandelt in Elektronik, weitergegeben. Ich könnte Ihnen nicht beschreiben, wie Ionon von Seidelbast riecht. Aber die, die Seidelbast kennen, sie würden verstehen, eher was ich versuche zu sagen über Seidelbastgeruch. Und die, die es nie gerochen haben, sagen, er redet Unsinn, denn sie wissen es nicht. Die, die verstehen, sind die, die das gleiche Geheimnis haben wie ich, und das ist das Wahrnehmungsgeheimnis. Wir wissen nicht, wie wir diese elektronischen Impulse als Bilder wahrnehmen. Es ist ein mutuelles, gegenseitiges Geheimnis, dass wir es beide gleich tun. Wenn ich sage, es schmeckt wie Nüsse, Kokosnuss, könnte ich das mit Worten nicht beschreiben. Aber die, die sie Kokosnüsse so gern haben wie ich, sie wissen, warum das Wasser in meinem Mund jetzt zusammenläuft, nicht wahr? Kokosnussmilch ist doch wunderbar. Stimmt? Stimmt nicht? Gut, ich muss dies fertig machen, denn Sie werden dann verstehen. Der Mund ist genauso. Ich schmecke gewisse Sachen, die werden umgewandelt in Elektronik. Elektronik kommt hier drauf, das Ego guckt runter, sieht, was da ist, und ich weiß, wie es schmeckt. Und hier haben wir den fünften Nerv, und das ist die allgemeine Propriozeption, die allgemeine Wahrnehmung. Denn wenn ich hier die Augen zumache, weiß ich ganz genau, auch wenn ich nicht sehe und auch nichts höre, ob ich auf dem Kopf stehe oder auf den Füßen. Ich weiß ganz genau, ob ich zu weit links rüber gehe, komm du zurück, sonst kippst du rum. Und das geschieht von Millionen von elektronischen Impulsen, die in all meinen Gelenken lokalisiert sind, die mir sagen, das ist zu viel, das ist zu wenig, du stehst gerade oder du stehst nicht gerade. Und das wird alles elektronisch hier aufgebracht, auch von den Ohren, und ich habe mein Gleichgewicht auf diese Art und Weise. Das ist das Bewusstsein. Meine fünf Sinne geben mir das Bewusstsein. Das ist nicht alles. Das ist das physische Bewusstsein. Und es ist alles elektronisch ermittelt. Nun, passen Sie jetzt auf. Nehme ich, du siehst, eine Dosis von LSD. Und LSD gehört zu den Psychedelika, ist die fünfte Gruppe. Okay? LSD. Wenn ich das tue, kommt das LSD in die Knotenpunkte hier und verhindert das Weiterleiten der Nervenimpulse von meinen Augen, von meinen Ohren, von meiner Nase, von meinem Mund und von meiner Propriozeption. Ich nehme eine tüchtige Dosis LSD ein. Ich tue es nicht. Das ist, was die Leute tun. Es ist zu gefährlich, da zu experimentieren.
Und da würde ich nicht raten, dass sie das tun. Aber was geschieht, ist, dass das alles spezifisch anästhesiert wird. Die Impulse von den Ohren, Augen, Nase, Mund und Propriozeption werden verhindert. Nun, wenn das der Fall ist, ist nicht die gleiche Verhinderung wie Ether oder so etwas. Es ist anders, es sitzt direkt in den Nerven. Da geben Sie das einem jungen Mann und nach 20 Minuten sitzt er da wie mein Kaninchen. Und er guckt in die mittlere Ferne und sieht nichts. Seine Augen sind da, seine Ohren sind da, aber er ist in einem Trancezustand. Die Ohren funktionieren, aber die Weiterleitung zum Bewusstsein ist beeinträchtigt. Er sitzt da 30 Minuten in diesem Trancezustand und guckt durch einen hindurch. Die haben einen glasigen Blick und die sind in einem Trancezustand. Ich habe Dutzende von jungen Menschen auch in Bern gesehen, die paarweise diese Trips nehmen, und da sitzen sie da und sie machen, was sie nennen, Coasting. Coasting, das heißt, dass sie schlitteln und sitzen und erfahren nichts. Das Bewusstsein ist schrecklich, das Leben ist schrecklich, und sie flüchten aus der Wirklichkeit, indem sie das ganze System lahmlegen. Nun, passen Sie auf. Nach 30, 40 Minuten, je nach der Dosis, wenn man eine starke Dosis haben will, tut man etwas Amphetamin dazu. Und das verstärkt LSD und Psilocybin sehr stark. Nun, nach 30, 40 Minuten fängt er an, um sich zu gucken. Man sagt, wo machst du das mit dem Mund? Ich habe Durst. Gut. Man gibt ihm ein Glas Wasser. Wo hast du das bekommen? Ja, aus dem Wasserhahn. Das glaube ich nicht. Das ist nämlich Nektar. Das ist das Beste, was ich je geschmeckt habe. Was geschehen ist, ist, dass die Weiterleitung von der Zunge halluziniert ist. Es hat angefangen, wieder zu leiten, aber nicht normal. Und weil der Geschmackssinn so lang anästhesiert gewesen ist, wenn die Ästhesie wiederkommt, ist der Geschmackssinn besonders ausgeprägt. Und gibt man ihm Wasser, der sagt, das ist der beste Wein, den ich jemals gehabt habe. Weil das alles anästhesiert war, und jetzt wieder tätig wird, ist es super tätig, überempfindlich, und er schmeckt das, was nicht da ist. Das Gleiche geschieht mit den Augen. Er sieht, wie er zu sich kommt, eine Riesenreihe von Untertassen. Untertassen auf dem Tisch. Und er sagt, was? Also, das ist ein Kunstwerk. Wo ist meine Kamera? Und er wird da sitzen und versuchen, all das Schöne, dies ist wahr, was ich Ihnen sage, er wird versuchen, das festhalten auf einem Bild, was er wahrhaftig in seiner Halluzination wahrnimmt. Das Dritte, und dann muss ich mich beeilen, er sitzt da und sagt, ja, jetzt habe ich mein Wasser getrunken, ich habe das fotografiert, ich stehe auf. Und er steht auf und sagt, was? Ich habe kein Gewicht. Meine Arme sind so leicht wie Federn. Ich brauche nur zu flappen mit meinen Händen, ich werde wegfliegen. Und die sind total ernst. Das ist geschehen in London, kam ein junger Landarbeiter runter, Soho Square. Und da waren einige junge Damen da, die einen schönen Abend haben wollten mit einem grünen Horn. Und sie haben ihn genommen und gesagt, du, ich kann dieses Zeug schlucken. Du bist zu grün, um das zu schlucken. Oh, sagt er, was du tun kannst, das tue ich auch. Und er hat Drogen nie genommen.
und sie gibt ihm zwei. Und das sind LSD mit Amphetamin. Er sitzt da, 20 Minuten ganz still. Das Mädchen weiß natürlich. Er ist jetzt in einem Trance-Zustand. Er ist auf dem Trip, sieht nichts, was um sich geschieht, und doch ist er bei sich. Und doch ist es anästhesiert drin. Dann steht er auf und sagt, du, das ist doch ein wunderbares Gefühl. Ich bin so leicht wie eine Feder. Meine Arme haben kein Gewicht. Und sie können tatsächlich ihre Arme hochhalten, ohne müde zu werden. Nicht wie Moses, nicht wahr, der zwei Leute haben musste, um seine Arme hochzuhalten, damit er lang genug beten konnte. Die sind nicht so. Sie können stundenlang, sie können in den außerordentlichen, unmöglichen Stellen sitzen, ohne dass sie merken, dass es unbequem ist. Und er sagt zu ihr, du, glaubst du nicht, dass das wahr ist? Ich weiß, was ich erfahre. Ich bin so leicht wie ein Vogel. Und er stürzt die Treppe rauf zur Kirche in St. James's Park, offene Tür, und fliegt herunter von dem Balkon. Das Mädchen flüchtet. Die Polizei hat sie nach einigen Tagen bekommen als die Schuldige, aber der Mann war tot. Das ist ein echter Trip. Es gibt höllische Trips, ganz schreckliche. Beachten Sie das. Das ist Halluzination, Typus Nummer 1, wovon Sie lesen können in meinem Buch mit allen Details, das Drogenproblem, das der Herr Pfarrer Ihnen gezeigt hat. Aber es kommt noch etwas hinzu. Sie wissen, das kommt von dem Nervensystem hier, und das ist eine Verzerrung der Wirklichkeit. Okay? Eine Verzerrung der Wirklichkeit. Aber es gibt eine zweite Art Verzerrung, die nichts zu tun hat mit unserer Wirklichkeit hier. Und die zweite Art von Verzerrung kommt so. Dieses System hier ist wie ein Sender, Radiosendersystem. Und wenn man sehr viele Botschaften hier hineinschickt, Millionen von Impulsen, die Sekunde, hierauf, ist diese wie eine Telefonzentrale voll besetzt. Und wenn man dazu sagt, also ich will jetzt noch etwas in die Ohren reintun, kommt die Botschaft zurück, die Linie ist besetzt, das System ist voll. Aber wenn man LSD einnimmt, besonders mit Amphetaminen, gibt es eine Zeit, wo man dieses System 20, 30, 40, 50 Minuten lang total lahmlegt, dass gar nichts durch das System hindurchkommt. Und zu dieser Zeit öffnet sich, was man extrasensory perception nennt, außersinnliche Wahrnehmung. Dies ist alles, wie ich so reden darf, sinnliche Wahrnehmung. Hat nichts mit Sinnlichkeit zu tun, aber geht durch die fünf Sinne. Wenn man die fünf Sinne blockiert, geht die Belastung hier weg und es kommt herein von dem sechsten Sinn, was man außersinnliche Wahrnehmung nennt, Impulse, die nichts zu tun haben mit der, entschuldigen Sie das Wort, sinnlichen Wahrnehmung durch die fünf Sinne. Man erfährt außersinnliche Wahrnehmung. Wir haben das erfahren in unserer Familie. Wir sind nicht okkult oder so etwas, aber es kann geschehen. Jetzt berufe ich mich auf den Herrn Jesus Christus selber. Er hat gesagt, dass wenn ein Mensch ein Interview haben will, er hat das Wort Interview nicht benutzt, mit dem Vater, wenn sie mit ihrem Schöpfer reden wollen, muss man zweierlei tun. Man muss in das Kämmerlein gehen und dann die Tür schließen. Und wenn man in das Kämmerlein geht, dann sieht man, man guckt nicht zum Fenster raus, man sieht nichts von den Augen, man hört nicht Radio da drin,
Man isst nicht und riecht Rosen nicht, nicht wahr? Und man steht nicht Handstand oder Kopfstand oder so etwas. Diese fünf Systeme von den fünf Sinnen werden lahm oder leer gelegt. Und diese Telefonzentrale hier oben ist leer. Und wenn der Verkehr auf diese Telefonzentrale lahmgelegt ist, dann hört man die schwachen Impulse, die reinkommen aus der Transzendenz. Sie kennen die Geschichte von Elia auf dem Berg. Er war auf dem Berg und Gott sagte zu ihm, was tust du hier? Und er hatte gesagt, ich habe um dich geeifert. Und dann kam das Gewitter und es heißt, Gott war nicht in dem Gewitter. Und dann kam der Sturm und dann kam das Erdbeben und all diese Dinge und Gott war nicht im Erdbeben. Und dann danach kam das stille, leise Säuseln. Und der Herr sprach zu ihm, was tust du hier? Als all das Lärmende, der Lärm weg war, war dieses System bei dem Prophet still. Und er hörte das leise Säuseln, das übertüncht gewesen ist von dem lauten Verkehr, als er von dieser schrecklichen Frau weglief. Entsinnen Sie sich. Was nötig ist, liebe Freunde, auch in der Matthäusgemeinde, ist dieses, dass man die stille Zeit nimmt. Alle Menschen, gläubig wie ungläubig, brauchen die stille Zeit über Gottes Wort. Wenn man still ist, das Radio ausdreht, Fernsehen ausdreht, die Zeitung zum Fenster rausschmeißt, ruhig wird vor dem Herrn, dann öffnet sich das leise Säuseln. Man kommt zu sich selbst. Alle Menschen sind so gebaut. Wenn man einen Sinn nicht benutzt, wollen wir sagen die Augen oder die Ohren, verkümmert der Sinn. Und die heutigen Menschen, die benutzen das nicht, deshalb ist es verkümmert. Das ist das Problem. Nun, weil die Sinne da sind, um benutzt zu werden, sind wir unglücklich, wenn sie nicht benutzt werden. Und so ist der Mensch, der materialistische Mensch, unglücklich, wenn er den sechsten Sinn nicht benutzt. Der große Fehler von den Drogenbenutzern ist dieser. Die haben die Sehnsucht, danach mit ihrem Schöpfer zu reden, und dass sie in seinem Haushalt, dass sie Hausgenossen Gottes sind. Wir haben alle diese Sehnsucht danach. Lesen Sie dieses Zeugnis oder hören Sie es von Rocky. Auch in der Welt haben sie diese Gesinnung, dieses Verlangen danach. Aber eins vergessen Sie. Wenn Sie das öffnen, indem Sie in die Stille gehen, künstlich mit Drogen, öffnet sich Ihnen nicht die Welt der Erlösung, sondern das Okkulte. Die okkulte Welt. Die einzige Methode, mit dem Transzendenten wirklich umzugehen, ist, dass man sich anzieht und vorbereitet für das Heil und die Entsündigung in Jesus. Wenn ein Christ still wird, dann spricht Christus durch sein Wort zu ihm. Wenn aber ein Mensch zu den östlichen Religionen geht, hat er die gleiche Sehnsucht wie wir nach dem Transzendenten, aber seine Kleider sind unflätig und er ist nicht fähig für ein Interview, eine Audienz mit dem Vater der Lichter.
Deshalb ist es oft eine schreckliche Erfahrung, wenn ein Drogenbenutzer zuerst die Verzerrung der Wirklichkeit bekommt. Das setzt dieses System herab und dann verzerrt es. Und das hat man Halluzination Typus 1, wovon ich gesprochen habe in diesem Buch, das ich erwähnt habe. Und dann, wenn er nicht vorbereitet ist durch die Vergebung der Sünden. Und ich rede zu Christen, denken Sie nur nicht, dass Sie heute keine Waschung von Ihren Sünden brauchen. Ich auch brauche es. Und jedes Mal, wo ich stille werde und dieses System sich öffnet, das Gott uns zu unserem Heil gegeben hat, ich muss mich jedes Mal durch das Blut Jesu reinigen lassen, dass ich fähig bin für das Interview mit dem Vater. Die Drogenepidemie kommt davon, dass unser Zeitalter so laut geworden ist, die Ohren, die Augen, die Nase, Mund, Propriozeption ist so laut, dass man gar keine Stimme hören kann. Nun, das macht uns krank, wenn wir diese Stimme Gottes nicht hören können. Aber es macht uns noch kranker, wenn wir versuchen, diese Stimme zu hören, ohne die Entsündigung. Diese Entsündigung durch Jesus ist nötig. Deshalb habe ich nie einen Christen kennengelernt, einen aktiven Christen kennengelernt, der es nötig hatte, Drogen einzunehmen, um das Interview mit dem Vater zu haben. Denn das Interview mit dem Vater für ihn kommt, indem er in sich selber geht, jeden Morgen, jeden Abend, bei jeder Mahlzeit, nur eine Minute, zwei Minuten, ein bisschen länger nachts, ein bisschen länger morgens. Unter dem Blut Jesu, dann öffnet sich der Himmel. So ist die Drogenepidemie ein Versuch, den Himmel zu stürmen mit chemischen Mitteln. Muss fehlschlagen und gehört zu den Sünden des Fleisches. Nach Galater 5. Aber was wir brauchen, ist nicht zu sagen, dass Meditation und all diese Dinge nicht nötig sind. Die sind nicht nötig. Aber wenn das sich öffnet ohne die Entsündigung, dann haben wir einen bad trip. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld mit mir so lang heute Abend.